Hallo, da bin ich wieder, zurück mit City Skylines. So, wir sind wieder bei unserer neuen Stadt. Ich drücke schon mal direkt Play. Für die ich unbedingt einen Namen brauche. Und ich weiß nicht, ich nenne sie jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie. Hallo, Info, wie geht das? Da? Die ist nämlich bestimmt sauer gewesen, die andere Stadt, dass sie keinen Namen hatte und deswegen ging sie nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich nenne sie jetzt Zanzarien. Das ist ja ein ganzer Staat. So. Besser auf jeden Fall als kein Name. Das habe ich übrigens noch nie gesehen, deswegen gucke ich hier gerade so ganz gebannt. Was ist denn da los? Arbeiter. Wöchentlich Touristenbesuch. Einer. Ja, hier gibt es ja auch nichts. Warum soll man hier auch herkommen? Erwachsene 999. Keine Senioren. Das heißt, die sind alle noch nicht so alt. Das wird sich irgendwann ändern. Genau, ich wollte nämlich hier. Entweder baue ich hier einen Überweg oder ich baue einen Tunnel. Eigentlich würde ich gerne einen Tunnel bauen, einfach nur, weil ich gerne einen Tunnel bauen will. Wie weit laufen denn die Leute wohl durch einen Tunnel? Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte voll Bock, einen Tunnel von hier bis nach da hinten zu bauen. Und wollen wir mal gucken, ob da jemand langläuft. Vielleicht hier. Ich mache das jetzt einfach mal. Kann ich immer noch wieder wegmachen. So. So. Okay. So, und dann ziehen wir das jetzt einfach mal direkt bis hier hinten durch. Bis hier so. Und dann lassen wir den mal hier so hochkommen. Und vielleicht sogar hier einmal abzweigen, dass sie hier auch einmal rauskommen. Wie machen wir das denn dann am besten? Ach nee, jetzt. Warte, Moment. Das ist ja von hier so. Hier vielleicht, sodass man so hier rauskommt. Geht das auch so? Ah, das geht auch so um die Ecke. Okay. Hä? Geht das jetzt oder nicht? Geht das jetzt weg, wenn ich da drauf drücke? Das wird gelöscht. Scheiße. Was ist denn da los? Warum geht das nicht? Was? Mann. Das geht. Sieht scheiße aus, aber es geht. Da geht keiner. Ah, schade. Hier vielleicht? Ich will, dass da jemand lang geht. Naja, gut, hier ist es vielleicht auch ein bisschen nicht so sinnvoll, aber hier könnte es doch eigentlich schon sinnvoll sein. Da geht jemand, da geht jemand. Ich glaube es nicht. Da geht jemand. Die gehen durch den Tunnel. Die Leute finden den Tunnel toll. Ich finde den Tunnel, weiß ich noch nicht, wie ich ihn finde, aber. Da gehen sie. Ah. Ist der nachher eigentlich der U-Bahn im Weg? Das wäre schlecht. Oh. Wow. Das ist cool. Okay. Aber ich würde vielleicht sogar trotzdem nochmal hier oben einen langziehen. Nein, nein, don't do it. No, no. Okay. Nee, hier gerade. Und dann vielleicht so ein bisschen rund. Vielleicht nicht so. Vielleicht machen wir das mal aus. Hätte ich ihn auch direkt gerade machen können. Völlig egal. Ja, das war nicht so toll. Was ist denn das hier eigentlich? Warum ist denn hier so ein Leerdings? Warum ist denn hier nix? Hä? Gehört das zur Schule? Vielleicht gehört das zur Schule, ich weiß das nicht. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, unten. Wow! Wow! Okay.
okay, das scheint zu weit zu sein oder es scheint uninteressant zu sein, weil hier zu wenig Leute hinwollen. Wow. Aber das hier ist. Wow. Okay. Wow. Cool. Und normalerweise wollte ich ja hier eigentlich auch noch einen durchziehen. Moment. Einmal. Achso. Nee. Erstmal wegmachen und dann den Traffic Manager, um mal zu gucken, wo denn hier die Zebrastreifen. Quatsch. Ah, Change Lanes. Das ist auch richtig cool. Da kann man zum Beispiel dann sagen, dass die Spuren nur rechts abbiegen sollen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier die hier kämen, könnte man sagen, nein, hier bitte nur rechts abbiegen. Das ist für manche Sachen richtig cool. Da wollte ich das häufiger schon mal haben. Da ging das immer nicht. So, da wollte ich den hinsetzen. Und dann setzen wir da den hier lang. Okay, dann muss da ein Haus weichen. Und hier auch. So. Okay. Genau. Und hier nämlich auch. Fangen wir mal von der Seite lieber an. So. Okay. Und eigentlich wäre es natürlich ganz schlau, wenn man das hier dann auch noch direkt weiterführt, ne? Na, so? Jetzt haben wir hier zwei. Ist eigentlich total doof, aber gut, das war ja jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht auf großartig viel verzichten müssen dabei. Wenn man jetzt hier noch mit dem Zebrastreifen. Nee. Moment, das machen wir nochmal. Wir machen hier eine Brücke rüber. Hier vorher mal dran denken können, ne? So, wir machen eine Brücke drüber. So. Genau, und dann. So, lass dann. So, genau. So habe ich mir das gedacht. Die Sache ist natürlich, dass die jetzt wieder nur da hinten hinlaufen können. Und eigentlich müsste man hier auch noch eine Verbindung machen, dass die hier unten auch hin können. Oh, das hat schon direkt geklappt. Okay, das ist gut. So, bin ich jetzt zufrieden? Ich weiß es noch nicht so genau. Also diese Schule hier scheint auf jeden Fall. Ah, genau, ein Bus. Das sollte man auf jeden Fall auch direkt angehen eigentlich. Ich habe gerade hier so hohe Nachfrage. Was machen wir denn jetzt zuerst? Erstmal kurz gucken. 650, okay. Wir brauchen bestimmt noch eine Schule. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da. Was? Hä? Warum sind denn da so wenige? Haben wir so wenig Kinder? Stand das nicht hier? Ach so, wir haben nur 198 Kinder. Ah. Aha. 198 Kinder und 192 sind in der Schule. Wo sind denn die anderen? Schwänzen die? Sowas. Warum stehen die? Ach so, weil ich hier diese Prioritätsschilder habe. Naja, gut, bisher läuft es ja noch. Wir machen mal. Entweder bauen wir jetzt aus oder wir machen mal ein Dings hier, ein Busdepot. Ich mache, glaube ich, erstmal hier, weil sonst wird das immer schlimmer mit der Nachfrage. Das könnte man ja eigentlich noch so weit hier entlang ziehen. Und dann lassen wir das letztendlich hier in einem Kreisverkehr enden, den ich ja jetzt theoretisch haben müsste, oder? Der Kreisel. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, den mache ich mal direkt. Ja, ich habe es nicht vergessen.
Ach so, Fakaka. Was? Verdammt, wollte ich sagen. Ich dachte, das sei ein. Einer mit. Sowas hier, so autobahnmäßig. Scheiße, das ist er ja gar nicht. Nein, das ist. Wieso kann ich jetzt nicht scrollen? Das macht nichts. Dann ich lasse den jetzt mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, was wollt ihr denn alle von mir? Neue Gebäude, ich weiß. Okay, so. Ist das okay? Nein, das ist natürlich überhaupt nicht okay. Was mache ich denn da? So ein Schwachsinn. Der muss doch hier oben ran. Bitte was? Bitte was? Warum geht das nicht? Habe ich den schlecht konzipiert oder was? Hä? Warum geht denn das nicht? Moment mal. Geht das? Nein, der soll doch gar nicht runter. Was will der denn? Achso, hier geht das. Ah, geht das nicht, weil hier... Ich mach mal das hier erstmal weg. Mal gucken, mal gucken. Ich habe so die Befürchtung, dass das hier, weil es hier eine Delle ist, dass es deswegen vielleicht nicht geht. Vielleicht ist das aber auch nicht der Grund. Ich weiß es nicht. Okay, das geht. Ich könnte das natürlich so geschwungen hochgehen lassen. Dann haben wir es wieder nicht so gerade. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar mal. Dann machen wir das nämlich so. Was ist denn das hier für ein Ditchy schon wieder? Das sieht ja immer ein bisschen ganz schön komisch aus. So vielleicht? Ja, das könnte man machen. Okay. Sieht seltsam aus, ne? Finde ich auch. Weil eigentlich hatte ich ja gedacht, dass man hier noch eine Reihe so machen könnte. Ach so, muss ich erstmal wieder das hier anmachen? Okay, haben wir sogar wieder ein zu viel dazwischen, aber gut. Den mal wieder anmachen. Hä? Der war doch an. Oder? Nee, ich glaube, so war es. Oder so hatte ich das vorher. Dann bauen wir hier nochmal das hier rein. Hier machen wir mal nichts dran, weil ich glaube, das wird zu stressig für die hier. Warum ziehen die denn schon wieder aus? Haben wir schon wieder keine Arbeiter? Haben wir schon wieder keine Waren? Was haben wir denn schon wieder alles nicht? Ah, nicht genügend. Ach, gebildete. Drogerie 2.0. Moment, wie sieht das aus? Drogerie 2.0. Das ist also eine Drogerie. Wage ich ja zu bezweifeln, aber gut. Hier hat sich einfach nur ein Parkplatz gebaut. Ein belebter Eckladen. Und wo ist der Laden? Zu dem belebten Ding? Das ist doch gar kein Laden. Wie hat der denn hier geparkt? Oh, der ist quasi eingetaucht. Scheiße. Oh. Okay. Ach ja, die haben natürlich kein Wasser. Natürlich. Natürlich nicht. Nein. Nein. Ja. Ich finde, das sieht ja eigentlich schon ganz hübsch aus. Aber das Problem ist wirklich, dass da kein Platz mehr ist. Das macht mir leichte Sorgen. Ich muss mich hier irgendwie ausbreiten. Vielleicht nach oben sogar am ehesten. Ich glaube, ich breite mich nach oben aus. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Oh, und ich sehe gerade, dass die hier stehen. Hält sich das noch in Grenzen? Hier könnte ich zum Beispiel jetzt auch sagen, dass nicht nur die rechte Spur eine Abbiegerspur ist, sondern dass sowohl die rechte als auch die... Ich glaube, das mache ich mal eben einfach mal, um das kurz zu zeigen. Change Lanes.
So, das hier, genau. Hier sieht man die 6 Spuren. Die rechte geht geradeaus und rechts und die anderen, die sind alle nur geradeaus. Das heißt, rot heißt, dass diese Spur nicht benutzt werden darf zum Rechtsabbiegen oder sonst was. Ich benutze die jetzt mal nochmal zum Rechtsabbiegen. Das heißt, die beiden Spuren hier rechts abbiegen können. Wobei das natürlich eigentlich Blödsinn ist, weil das hier ja eine einspurige Straße ist, aber es soll natürlich keine einspurige Straße bleiben. Eigentlich will ich die ja... Eigentlich will ich die ja ausweiten. Das mache ich mal direkt. Dazu muss ich natürlich die Feuerwehr wieder verschieben. Verschieben, nicht abreißen. Wir verschieben die. Und zwar, ich weiß nicht wohin. Scheiße. Da ist schlecht. Da ist eigentlich auch schlecht. 2400 zahle ich alleine nur fürs Umziehen. Dann muss ich sie natürlich irgendwo dahin ziehen, wo sie dann auch bleiben darf. Hier vielleicht. Nee, das findet die wieder scheiße. Also das ist aber schon so eine Sache, ne? Ich baue die hier hin und die fahren da nicht im Kreis und löschen da hinten nicht, oder was? Ich glaube das nicht. Ich mache das jetzt einfach. So. Oh, die sind traurig da hinten. Nein. So. War klar, jetzt ist ja erstmal wieder eine Ampel. Schnell die Ampel wieder weg. Da. Hier auch. Das hier muss ich eigentlich auch wegmachen, weil sonst fahren hier die Autos lang. Die Müllwagen, also eigentlich sollen ja hier nur Müllwagen lang fahren. Und das hier muss ich natürlich dann auch eigentlich ausweiten. Machen wir mal so. Das ist viel zu nah an dem hier dran. Das wird denen gar nicht gefallen. Das hier, ich lasse das mal so lange noch da, wie das jetzt keine Probleme macht. Wenn das irgendwie Probleme macht, dann reiße ich das weg. Oh, ich Mongo. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Jetzt muss ich ja den erstmal leer machen lassen. Oh, bevor ich den verschieben kann. Sonst kann ich die Straße hier nicht verbessern. Oh, nee. Da haben wir wieder schön weit gedacht. Das ist ja wieder ganz toll. Kacke. Ah, der Laden hat es also nicht geschafft. Schade. Keine qualifizierten Arbeiter. Und ich habe sogar ganz gut Geld. So, wir müssen auf jeden Fall einen Friedhof kaufen. Einen Friedhof. Den bauen wir. Wo bauen wir den denn mal hin? Wow. Oh. Da ist schon nicht so schlecht, ne? Oder hier. Hier ist auch nicht schlecht. Da finde ich ihn auch nicht schlecht. Direkt neben dem Tunnel. Da freuen die sich alle. Wie weit freuen sie sich? Ah, alle freuen sich. Sehr schön. Ah, als Praxis haben wir schon. Das ist eine große Feuerwehr. Ja, die ist zu teuer. Ach, die sind auch scheinbar alle weg hier, die ganzen Mods. Ich habe doch so schöne Müllverbrennungsanlagen gehabt. Die waren alle so wunderschön. Manu. Ich hoffe, irgendwann funktioniert das alles wieder. Der Support konnte mir nicht helfen. Bisher. Die haben mir gesagt, ich soll mein Firewall ausmachen. Ich so, was? Nein. Also ich habe es dann gemacht, aber es hat nichts geholfen. Ah, dafür ist das doch auch noch zu früh. Ich habe da noch gar nicht so viel Einkommen, oder? Ich mache das jetzt alles mal noch nicht. Aber ich müsste auf jeden Fall hier drüben noch mal irgendwas hinbauen. Irgendeinen Park oder irgendwas. Also diese ganzen runtergeladenen Sachen, da sind die meisten ja leider weg. So schade. Echt. Weil ich finde, das Spiel, das lebt einfach davon. Von diesen kleinen, süßen Mods, die ganzen Leute da herstellen. Das macht so Spaß. Und ich kann sie nicht benutzen. Ha.
Local Fishing Hole. Ich nehme jetzt einfach Waiting Area. Könnte ich ja eigentlich hier zwischensetzen, ne? Sowas, aber da hinten haben wir ja eh schon, wobei, och. Oder da? Da bringt das noch mehr. So. Und vielleicht sogar hier in dem Gebiet auch noch mal was. Die haben ja gar nichts. Die sind ja bestimmt voll unzufrieden. Nee. Nee. Da? Hier mag ich ja mal gar keinen Park hinsetzen, ne? Weil das sieht dann immer so ausgedörrt aus. Die ganzen Bäume, die werden dann immer total scheiße. Die sind dann immer alle noch total braun und so. Vielleicht sowas hier. Modern Art Plaza. Der hat auch eine ganz gute Reichweite. Ja, so, ja. Ja. Hier so vielleicht. Mein Gott, was ist denn das für ein riesiges Teil? Da muss ich ja richtig viel für abreißen. Vielleicht so in die Ecke hier. Ha. Ich habe schon wieder so mega viel Nachfrage gerade nach allem Möglichen. Die hier sind irgendwie auch mal noch so unglücklich, ne? Das war so, na gut, so eine kleine Toilette, die bringt dir da nicht so viel. Aber ich finde so ein botanischer, was ist das, botanischer Garten ist das doch, oder? Ne, japanischer Garten. Beim Einkaufen könnte man doch, der reicht zwar nicht so weit, aber wenn ich den hier so hinsetze. Oder ein Kino wäre auch ganz cool. Brauchen die denn so viel hier? Nur die, die direkt um den Park rum wohnen, die sind total zufrieden und die da hinten nicht. Aber vielleicht hilft das ja was, wenn ich jetzt hier gleich mal eine Buslinie mache. Könnte man ja hier oben so hinsetzen. Oder direkt an Kreisel. Nö, ne? Da ist das doch ganz gut. Ui, das war teuer. Upsa. Hey. Upsa. Kaufen Sie neues Land. Ja. Oder auch nicht. Muss ich das jetzt so machen, dass das... Sah das immer schon so hell aus, wenn man hier einen Bus macht? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall hier an der Schule. Dann machen wir hier auf jeden Fall auch nochmal am Friedhof. Was ist das denn hier? Ah, ich weiß gerade nicht, was das ist. Wir machen einmal so eine Linie, die hier durch das Viertel geht, finde ich. Ich will mal ganz kurz nochmal gucken hier. Doch, das ist... War das immer schon so weiß? Das kommt mir so komisch vor irgendwie. Hm. Naja, gut. Und eigentlich freuen die sich doch dann auch, oder? Oh, was ist denn jetzt passiert? Nein, ich wollte doch... was? Ich wollte die Linie weitermachen. Hallo? Hallo? Ah, okay. Ach, Gott sei Dank. Ah, jetzt freuen die sich auch. Ah, okay, jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet. Nein. Ja? Okay, die in der Ecke freuen sich nicht. Okay. Dann kann ich ja wohl hier die da. So. Da direkt. Gehen die dann hier von der Schule? Ach, vielleicht hätte ich die ein bisschen weiter hier. Ah, nee, das passt schon, oder? Nehmen wir die noch mit. Dann hier vielleicht noch eine am Rand. Ich weiß, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Doch, die sind auch versorgt, oder? Hoffe ich jedenfalls. Puh, okay. Genau, das habe ich nämlich noch hier. Add Vehicle. Das habe ich noch behalten. Diese Mod.
Next Vehicle in. Wie viele kommen denn jetzt hier? Add. Fahrzeuganzahl 2. Ich musste da mal drauf achten hier. 3. Okay, jetzt habe ich 3. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal nochmal ein Päuslein und dann beobachten wir gleich mal, wie die neue Linie fährt. Und vielleicht füge ich nochmal eine weitere hinzu, dass man dann hier von den zu den verschiedenen Stadtgebieten hin und her fahren kann. Und ich sage, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.